Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich euch die Quest 1000 kleine Nadeln. Anzunehmen bei Ritter Hauptmann Rhodes in Sturmheim bei den Koordinaten 31, 58. Das ist in so einer Höhle. Kann euch ja mal zeigen. Hier wie bei dem abgestürzten Luftschiff. Und bei der Quest muss ich 6 Dragoner der 7. Legion aus den statischen Feldern befreien. Nehmen die Quest auch gleich mal an. Das sind die besagten Dragoner oder Dragonerin der 7. Legion. Einfach mit der rechten Maustaste anklicken. Dann laufe ich hier nach unten, die verwende ich Höhle und hoffe, dass ich noch welche finde. Hier vor mir sehe ich auch gleich einen. So, 3 von 6 habe ich schon, also 50%. Ich glaube, die befinden sich sogar immer an derselben Stelle. Oben ist noch einer. Vier von sechs. Und den letzten muss ich anscheinend suchen. Oder auf einen Respawn warten, falls es sowas gibt. Weil hier sehe ich keine mehr. Lauf aber jetzt ein bisschen hier hoch. Aber ich glaube, hier ist keine mehr. Das ist ein Ausgang. Doch, hier draußen gibt es auch welche. Und hier ist der letzte, den ich benötige. Quest ist abzugeben, da wo ich den letzten Dragoner befreit. Ploppt hier so ein Knopf oder wie auch immer auf. Und da könnt ihr die Quest abgeben. Natürlich im Gebiet Sturmheim. Hoffe, ich konnte euch helfen. Tschüss.